Das Ende des Wintermärchens. S&P 500, Nasdaq haben seit dem 1. November roundabout 30% zugelegt. Der DAX hat sogar noch eine Schippe draufgelegt und ist knapp 40% in dieser Zeit gestiegen. Doch die Anzeichen mehren sich, dass diese Rallye jetzt ein Ende findet. Mehr dazu in meinem heutigen Video. Ja, in den letzten Wochen haben wir immer wieder gesagt, die Märkte sehen gut aus, es wird weiter nach oben gehen, Inflationsängste sind aufgekommen, auch die Angst vor Zinserhöhungen, trotzdem sind die Märkte weiter gestiegen und wir sind weiter am Ball geblieben. Das ist auch gut gewesen, weil wir haben so einfach nochmal zusätzliche Performance einfahren können mit unseren Aktienpositionen. Jetzt allerdings trübt sich das Ganze ein. Nicht nur draußen haben wir in den letzten Tagen erste Gewitterwolken gesehen und auch starke Gewitter. Auch an der Börse sieht es so aus, als wenn sich hier einiges zusammenbraut. Und deswegen schauen wir jetzt gemeinsam auf die Märkte. Bevor es losgeht, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Welche Termine stehen in dieser Woche an? Da haben wir heute Nachmittag, spricht die EZB-Präsidentin Lagarde. Dann am Dienstag Verkäufe bestehender US-Eigenheime und es spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Dann am Mittwoch der Einkaufsmanager-Index aus Deutschland und nachmittags dann die Verkäufe neuer US-Eigenheime und wie üblich die Rohöl-Lagerbestände. Und dann noch am Donnerstag der IFO-Geschäftsklima-Index, der Auftragseingang langlebiger Güter sowie das Bruttoinlandsprodukt und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Werfen wir nun zunächst einen Blick auf den S&P 500 Index. Und hier sieht man, dass der Trend immer noch nach oben zeigt. Also von daher sieht das auf den ersten Blick erstmal gut aus. Was man allerdings sieht, ist, dass wir hier doch relativ stark am Freitag schon zurückgekommen sind. Wie gesagt, wir haben vor 3-4 Wochen das erste Mal mit diesen Inflationsängsten zu tun gehabt. Wir haben das Ganze ja schon öfter thematisiert. Die Börse hat einmal kurz darauf reagiert, dann aber wieder neue Hochs gemacht. Das ist auch nicht unüblich, weil jeder von uns hat ja gespürt, dass es Inflation gibt. Jetzt allerdings ging es am Freitag dann doch ein ganzes Stück nach unten. Auch die Volatilität, die ihr ja sehr gut ablesen könnt, da sieht man einfach, dass hier sich einiges tut und wir werden da auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Ansonsten, wie gesagt, der Trend ist hier zwar grundsätzlich noch in Ordnung, aber das erste Warnzeichen ist wirklich am Freitag, dass hier der Markt auch in der Breite sehr stark nach unten gelaufen ist. Wir konnten uns auch nicht wirklich mit den Hochs deutlich über das letzte Hoch absetzen. Also das ist hier schon mal ein Kriterium, wo man auf jeden Fall einen Blick drauf halten sollte, vor allen Dingen auf die Volatilität, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Werfen wir einen Blick auf den Nasdaq-Index und hier hat es uns letzte Woche gezeigt, wir haben hier den Trend nach oben wieder aufgenommen, was sehr, sehr gut ist. Das sieht alles erstmal auf den ersten Blick sehr gut aus. Wie gesagt, hier am Freitag dann auch der Abverkauf, allerdings der Nasdaq tatsächlich noch deutlich, deutlich besser als der S&P. Das ist auch der Grund, warum wir heute im Rahmen des Screening-Dienstes hier vor allen Dingen einen Blick auf die Nasdaq-Titel werfen. Wir haben hier einige gute Titel herausgefunden. Wir werden also weiter am Ball bleiben. Warum? Weil es einfach sinnig ist, so lange wie es geht, diese Welle der Gier auch mitzureiten, diese Bewegung, die nach oben da ist. Noch sind sehr, sehr viele Marktteilnehmer davon überzeugt, dass es hier noch ein ganzes Stück weiter gehen wird. Trotzdem sollten wir hier an dieser Stelle ein wenig Vorsicht walten lassen. Das vor allen Dingen, auch weil wir auch gesehen haben, auch innerhalb des Screening-Dienstes, dass einige Titel aus der Watchlist herausgefallen sind, weil es einfach, wie gesagt, am Freitag zu einer relativ großen Schwäche im Markt gekommen ist. Wenn wir uns bei VIX Central die Volatilität anschauen, dann sehen wir, dass wir hier im Moment bei 20,48 liegen. Ihr wisst es, ich bin immer ein großer Freund davon, diese 20er Marke im Blick zu haben, denn alles unter 20 verspricht eigentlich, dass wir in einem ruhigen Marktumfeld unterwegs sind, dass Aktienkurse, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Aktienkurse weiter steigen. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Deswegen war ich auch immer bullish für die Aktienmärkte, auch mit Recht, trotz dieser Probleme, die aufgekommen sind. Wenn wir jetzt allerdings mal
ein bisschen hier schauen, wie sieht es in den letzten Tagen aus, was ist mit der Volatilität in den letzten Tagen passiert. Da kann man das eigentlich ganz gut sehen, wie sich diese Volatilität in den letzten Tagen verändert hat. Ich habe jetzt mal die letzten Handelstage genommen. Da könnt ihr ganz gut sehen, dass das sind die verschiedenen Futures mit den unterschiedlichen Laufzeiten. Wir hier noch bei 16,5 gewesen sind. Dann sind wir langsam auf 17 hochgegangen, auf 19. Ja, und jetzt auf 21. Das heißt, wir sind hier ein ganzes Stück nach oben gekommen. Wie gesagt, im Laufe der Woche, also doch eine relativ starke Veränderung, wenn man das prozentual sieht. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nochmal 5 Tage zurück. Da sieht man, wir sind von 16 auf über 21 gestiegen. Ja, das sind mehr als 20% Anstieg der Volatilität. Und was bedeutet das am Ende des Tages? Nun ja, die Marktteilnehmer werden nervöser und das bei steigenden Aktienkursen. Und das macht sich dann am Ende des Tages natürlich bemerkbar. Das haben wir dann am Freitag gesehen, als wir mit unserem Team noch auf Mallorca gewesen sind. Da hat man das schon gespürt, dass hier die Angst, die Nervosität wieder zurückgekommen ist in den Markt. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, eben viele Titel von der Watchlist herunterzunehmen. Trotzdem haben wir natürlich neue Titel gefunden, die gut aussehen. Möchte hier einfach nur sensibilisieren für das Thema. Es ist alles noch soweit in Ordnung, aber die Anzeichen verdichten sich, dass es hier langsam zu einem Ende der Aufwärtsbewegung kommt. Schauen wir uns das Ganze auch für den DAX einmal an. Der DAX ist ja deutlich besser gelaufen seit November als die amerikanischen Börsen. Das sieht man hier auch. Der Markt ist hier wirklich sehr schön nach oben gelaufen. Dann allerdings, und das ist das Spannende, eben auch am Freitag, auch hier dieser Abrutscher. Wir haben das Hoch gesehen in der letzten Woche bei 15.800, am Freitag über 15.700. Naja, und haben dann die 15.400 angegriffen. Heute Morgen im frühen Handel sind wir dann auch nochmal ein Stück weiter nach unten gelaufen. Was hier wichtig ist, ist, dass wir den Aufwärtstrend, diesen markttechnischen wichtigen Punkt nicht halten konnten bei 15.500 Punkten. Das bedeutet, wir sind hier in eine marktneutrale Situation gekommen. Es macht also für mich wenig Sinn, hier nach neuen Positionen Ausschau zu halten. Die wir aber haben im deutschen Markt, die werden wir natürlich weiterhin, weil sie auch gut gelaufen sind in den letzten Wochen, weiterhin beobachten, weiter in dieser Position bleiben. Das heißt also, wir werden nicht diese Position auflösen. Allerdings werden wir natürlich weiterhin einen Blick drauf haben, unsere Stops entsprechend nach und auch erstmal keine neuen Positionen hier in diesem Markt aufbauen. Wenn du erfahren möchtest, wie ich diese Analysen mache, wie ich im Trading vorgehe, wie ich es schaffe, kontinuierlich zweistellige Renditen zu erzielen, im Idealfall Monat für Monat, denn das ist ja das, was die meisten Trader auch wollen, dann lade ich dich gerne zu unserem Info-Webinar ein, das morgen stattfindet, zur 90-Tage-Trader-Ausbildung. Wie kannst du mit dabei sein? Einfach auf meine Webseite mariolüdemann.com gehen, dann hier einfach auf Aktuelles klicken und dann kommst du auf unsere Webinar-Übersicht. Und hier kannst du dich kostenfrei anmelden, wie gesagt, fürs Info-Webinar Dienstag, den 22.06. um 18 Uhr. Da zeige ich dir Einblicke in unsere Trader-Ausbildung, so wie ich im Handel vorgehe, wie ich die Aktien finde, von denen man am besten profitiert, wie beispielsweise in den letzten Tagen von Nvidia, die ja wirklich auch extrem stark gewesen sind. Warum? Nun ja, hier gab es eine Nachricht, News, die dahinter standen. Auch darauf werde ich morgen dann entsprechend im Webinar eingehen. Ja, und das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Börsenwoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.